Hallo meine Freunde des Spiegelcups und willkommen zurück zur Let's Play Mario Kart 8 mit dem Len 16. Aber es heißt doch gespiegelt, Herr Drachenbursche. Ja, aber es ist ein Cup. Es heißt ja auch nicht 50 CCM, sondern der... Es ist kein Cup. Ja, es ist kein Cup. Gut, dann ist es kein Cup. Wir schauen trotzdem mal, was sich dahinter verbirgt. Spiegelverkehrte Strecken. Hm. Die Namen werden aber nicht spiegelverkehrt geschrieben momentan. Egal, was, wir grüßen keine, auf jeden Fall noch heute. Keine Anilasor. Nein, nicht sondern wirklich. Sondern ein Hans. Ja, genau. Den Hans grüßen wir. Und noch den... Luab, den Luab grüßen wir auch noch. Luab, du meinst den Paul. Genau. Ja, er heißt eigentlich Reswab. Paul. So, wir nehmen die habe ich lange nicht mehr genommen. Schlauchboot, Mama. Idev. Wendy, was haben wir da freigeschaltet? Oh, ein Blumengleiter. Den werde ich gleich nehmen. Das kannst du gerne machen. Ich nehme auf jeden Fall wieder ein Kart. Oh, da gehört wahrscheinlich der Blumengleiter dazu. Also, es ist ein Quad, kein Kart, nicht, dass ich schon wieder verbessert werde. Der wilde Wiggler. Dann nehmen wir dann noch Verräter dazu. Da verlieren uns auf jeden Fall noch Teile. Ja. Das Blöde ist, dass manche Räder einfach so winzig sind. Das sieht einfach blöd aus. Ja. Da können wahrscheinlich die Reifen dazu normalerweise. Vermute ich mal. Aber die. Nee, da habe ich dann zu wenig Tempo. Nimm doch die Reifen hier. Und natürlich das Blumending noch dazu. Oh. Ja, sieht doch schön aus. So. Wir starten natürlich mit dem Pilzcup. Genau. Gespiegelt. Ah, das sind sogar unten sind die Strecken schon gespiegelt, siehst du? Also die Bilder. Ja. Selbst die haben sie schon gespiegelt. Wow, witzig. Aber die Strecken sind. Die Streckenreihenfolge ist nicht gespiegelt. Ne, die Streckenreihenfolge ist noch die richtige. Können wir herausfinden, was alles gespiegelt ist. Starten wir mal in den Sleep. In den Sleep. Slip. Pack. Slip Pack. In den Pack Slip. Starten wir mal den Xirp. Gnarg. 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 Ich glaube, es könnte auch lange versuchen, rückwärts zu springen. Es hat mir auch irgendjemand mal in die Kommentare geschrieben, dass wir dann rückwärts springen sollen. Ich habe schon überlegt, ob wir die ganze Begrüßung rückwärts machen sollen, aber... Euram. Ja. T-K. Trak. Euram. Ja, der Len 16 lernt wieder sprechen heute. Ja, was Mario Kart 8 rückwärts zu sagen ist, also nicht ist echt einfach. Alles gespielt. MKTV ist... Was? Sag ich doch. Gespiegelt, ja. Track, oi, da kriegen wir keinen Content-Treffer bei den Strecken. Hätten wir vorher schon mal machen sollen. Oh Gott, es steht wirklich da. Jawohl, es geht auch von der anderen Seite los, die Lichter. Natürlich, es geht alles. Was für ein Start. Okay, die Strecke sieht echt komplett anders aus, gleich mal. Mal schauen, ob die Gegner noch mal besser sind. Das ist aber nur gespiegelt, das ist nicht rückwärts, oder? Nee, es ist gespiegelt. Das ist lame. Das ist lame. Ich dachte, man spielt die rückwärts. Man fährt in die andere Richtung. Ja, das fährt man ja, wenn es gespiegelt ist. Aber guck. Wir hatten eine Banane. Doch, tatsächlich, wir fahren rückwärts. Ja, wir fahren rückwärts, wir fahren es in die andere Richtung. Es sah zuerst nicht so aus. Ja, wo ist denn die Banane hingeflogen, Luigi? Was war das schon wieder? Schwache Leistung, würde ich sagen. Aber da sind die Strecken gleich ganz anders aus. Nee, ist aber auf jeden Fall eine sehr coole Idee. Gegner würde ich ungefähr so wie bei der 150er. Das ist nur gespiegelt, das ist nur gespiegelt. Das ist nicht rückwärts. Die Gegner würde ich ungefähr so wie bei der 150er CCM einschätzen. Man fährt die Strecke nicht rückwärts, das enttäuscht mich jetzt sehr. Ja, okay, okay. Enttäuscht mich jetzt sehr. Ist einfach wirklich nur gespiegelt. Ja, einfach das nur sagt, lame das gespiegelt. Bereits. Einfach nur gespiegelt lame. Nur ich hab gespiegelt. Zwei verloren, verdammt. Nein, nein, aber das. Ich habe ihn mit. Wie geil, ich habe gegen die Bande geschossen. Hab mich aufgeregt, dass ich vorbeigeschossen habe und dann ist er von der Bande gegen den Luigi geprallt. Das ist natürlich sehr gut. Ja, finde ich auch. Also, so viel Charme hat es dann doch nicht, wenn es nicht rückwärts ist. Muss ich sagen. Nein, 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 nein! Nein, da ist mein Pilz dann auch wieder weg. Hallo. Oh, hi. Wie bist du so weit von nach vorne gekommen? Wen hast denn du bestochen? Ich kenn. Lässt du mich einfach nicht ihren Windschatten nehmen. Komisch, ne? Naja, ist gemein. Aber ich kann mich auch anders... Was denn? Nix. Was lachst du so blöd? Gar nicht. Wow, war das knapp. Oh, das hätte ich nicht gemacht an deiner Stelle. Oh, wow, wow. Was habe ich denn gemacht? Ach so, weggeschossen meinst du? Wenn ich jetzt geschossen hätte, gerade eben... Oh, oh, oh. Da hätte er sich aufgeregt, gewesen. Aber ich schieße erst jetzt. Das ist sehr gnädig von dir. Genau in der letzten Kurve. Ja. Toll. Bin ich auch. Wow. Fangen wir wieder schon so wieder an wie den ersten Rennen, oder?
guten alten Zeiten mal aufbeschwören. Jetzt mach mal weiter hier. Jetzt kann er gar nicht abwarten, mich im nächsten Rennen zu schlagen, oder? Ich werde dich so hart besiegen, wirst dir denken, what zur Hölle war das? Wie würdest du die Gegner einschätzen? Zu einfach. Also ungefähr wieder 150er, oder? Ja, 150er Anfang. Aber das Gespiegelt ist nur gespiegelt und nicht rückwärts, das finde ich schade. Rückwärts wäre viel interessanter gewesen. Stimmt, aber es ist auch trotzdem noch was anderes. Die Strecken sehen schon noch mal ein bisschen anders aus. Naja. Man kann sich's einreden, aber im Endeffekt hat sich Nintendo da viel Arbeit gespart. Das ist richtig, ja. Rückwärts wäre auf jeden Fall... Na gut, rückwärts... Ah! Es geht ja nicht mehr in die Kurve, verdammt! Oh mein Gott, nein, man kann nicht schauen, in welche Strecken... Ja, es ist... Du kannst nicht mehr nachschauen, welche Richtung es geht. Ja, das war... Aus Intuition war ich schon in die Richtung gefahren, das ist natürlich ärgerlich. Natürlich. Ja doch, wenn man die Strecken kennt, dann ist es ein bisschen ärgerlich, wenn man schon sich so ein paar Manöver eingeübt hat und dann plötzlich geht es da nicht weiter, wo es weitergehen sollte. Oh, da war was. Zieht euch doch! Woo! Oh Gott, ne, Vierter. Was ist denn da los? Schon wieder. Ne, 16 Erster. Was ist denn da los? Witzig. Boomerang! Dankeschön. Na, immerhin wieder Zweiter. Jetzt muss ich nur... Ah, die Kurve geht immer noch nicht nach links, nach rechts. Ja, das ist richtig. Wie krass man sich an sowas gewöhnen kann, gell? Ja, das ist deine Ansicht. Ich kann mich da schnell umgewöhnen. Ja, ich weiß nicht. Ich habe mich da irgendwie schon so... Nein, mein schöner Boomerang. Bin ich nur Dritter. War es nicht dein Panzer? Dein roter, den Nein. du geschossen hast? Okay. Ich habe Boomerang gehabt. Okay. Und nicht dahin geworfen, wo ich hinwerfen wollte. Dann hätte ich dich jetzt ausgelacht, weil ich meinen grünen Panzer abgewehrt habe. Ah, okay. Das war zuerst mal nicht ich, nein. Aber noch ist die... Oh, da kam schon wieder ein grüner Panzer. 103 von 3 ist übrigens auch gespiegelt. Fällt mir gerade auf. Schneller, 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 schneller. Da ist echt ziemlich schnell. Wow. Irgendwie fliegen die ganze Zeit irgendwelche Grünen an mir vorbei, irgendwelche grünen Panzer, aber treffen mich zum Glück nicht. Das ist natürlich, vorteilshaft, ja. Ja. Aber ich bin nur Vierter, das ist ärgerlich, weil dann ist der Len 16 in der Gesamtwertung führend und das ist ja nicht so in meinem Interesse. Verdammt! Ich hab den blauen Panzer gesehen! Bitte hol mich nicht ein! Ich hab ihn auch gesehen. Ja! Ja! Nein! Der Kerl hat zu viel Glück, der Kerl hat einfach zu viel Glück. Aber ich wäre trotzdem Erster geblieben. Nein, jetzt ist er vorne. Jetzt sind wir 3 Punkte vorne. Ja, das heißt, selbst wenn ich Zweiter werden würde und du Erster im nächsten Rennen, werden wir nur ausgeglichen. Ja. Ja. Jawohl. Nächstes Jawohl. Rennen. Jawohl. Nächstes Rennen, mehr sage ich dazu nicht. Ja, sag's nochmal. Ja, ja. Das nächste Rennen entscheidet. Das übernächste Rennen entscheidet. Zuckersüßer Canyon. Ja, wenn ich in diesem Rennen jetzt nochmal gewinnen sollte und du nochmal weiter hinten landen solltest, dann wäre das schon ein großer Vorteil. Wenn, mein Richtig. Freund. Drittes Rennen. Drittes Rennen. Jetzt geht's links rum statt rechts rum. Ich habe schon ganz vergessen, dass es da eigentlich rechts rum geht. Oh, Mensch. Oh, das ist bitter, gell? Fängt schon gut an. Das ist nur schade. Schade. Ah, oh, die Kurve war gut. Nein. Das sieht ein bisschen anders aus. Okay. Ah, ich frage mich echt, wie viel Arbeit es ist, die Strecke nochmal so zu spiegeln. Ob das wirklich gar nur nichts. So. Noch gar nichts, einfach nur draufklicken, spiegeln und alles. Richtig. Richtig. Das ist die Arbeit. Bisschen Arbeit ist schon sein. Aber ich meine, es ist nochmal was Neues. Ja. Die Strecken sehen auch nochmal ein bisschen anders aus. Allerdings, die Strecke rückwärts fahren zu lassen, ist auch nicht sehr schwer. Man müsste ein paar Elemente umprogrammieren, oh mein Gott, damit man, wenn man zum Beispiel bei einem fliegen müsste, dass man von der anderen Seite hochfliegen kann. Ja, man müsste dann zum Beispiel auch den Wasserfall, hochfahren kann man die Wasserfälle nicht, aber es wäre... Richtig, aber es wäre witziger gewesen als einfach nur spielen. Stimmt, bei dem Flug, zum Beispiel witzig wäre es gewesen bei der Piste. Ja, bei Varius Piste. Bei Varius Piste, da wäre es witzig gewesen, wenn es rückwärts wäre. Da würdest du die ganze Zeit nach oben fahren. Nein, nimm mal die Schokolade. Da sitzt du nicht in der Tinte, aber in der Schokolade. Du bist Siebter?
Ja, ich fahre eigentlich voll gut und bin kein Mal getroffen worden, aber die anderen, ich weiß nicht, was die machen. Schau, da kommt wieder eine mit Pflanze. Oh nein. Siebter. Ah, da vorne ist jemand langsam, den könnte ich überholen. Aber sind alle nah beieinander, also noch ist hier nichts verloren. Nur fast. Oh. Die haben alle schon wieder, die haben dieses Beschleunigungsdinger, immer. Nein, nein, blauer, ich bin ihm auch ausgewichen. Nein, er hat mich erwischt. Wahrscheinlich nicht so hart wie den ersten. Aber warum nicht den siebter? Was ist denn da los schon wieder? Den fünfter, also halt die Klappe. Alter, darf ich ja wohl nicht immer mehr meckern an der Stelle. Nö. Nö. Denn 16 bestimmt, wer meckern darf und wer nicht. Richtig. Danke, das waren meine Pilze. Oh. Ja. Nicht schön sowas, jetzt fahre ich mal andersrum. Tod. Hat's den Tod erwischt. Nein, nicht schon wieder Tim. Feuer. Ich sehe nichts, ich sehe wirklich nichts, verdammt. Das war jetzt sehr schlecht. Nein, und schon wieder erwischt worden. Zweiter. Erster. Fünfter. Na gut, okay. Das war aber Glück. Das muss ich sagen, 42. 42, ja. Muss ich sagen, das war doch Glück am Ende, dass ich da noch Erster geworden bin. Freut mich aber, dass ich auch mal Glück haben darf. Danke, Mario Bitte, Kart. Gern geschehen. Stimmt, jetzt ist ja alles gespiegelt. Ja. Das heißt, dein Glück ist auch weg. Ja, genau, das ist gespiegelt, das Glück. Das ist in der Mitte gespiegelt. Das ist von meiner Seite auf deine Seite rüber gespiegelt worden, das Glück. Genau, ja. Richtig, ja. Das ergibt irgendwo Fairness, Sinn, ja. Fairness. Fairness, aha. Steinblockruine. Das zum Beispiel rückwärts zu fahren wäre auch witzig gewesen. Ja. Aber nein, gespiegelt. Es sieht immer so gut aus, wie das auch gespiegelt ist, die Schrift. Trag eurem. Klingt irgendwie nicht so ähnlich. Letztes Rennen. Hörst du auf zu hupen? Nö. Kann ich auch. Aber du kannst keinen perfekten Start. Lüge. Geht vielleicht mit dem Motorrädern auch leichter. Nee. Es geht genauso leicht wie mit Mario Kart. Mit Kart. Nein, es geht mit den Motorrädern leichter. Natürlich. Da bin ich mir ganz sicher. Wenn du es sagst. Muss so sein, ja. Yes! Treffer! Ha! Treffer! Ha! Treffer Royal! Am zweiten schon wieder am vierten Platz wegen dir! Du bist schuld! Oh nein, es tut mir so leid! Sollte es auch! Wem sag ich, es tut mir so leid! Wow, das war. Wow, ich flieg aber sehr hoch! Ich hab die Abkürzung genommen! Nicht Tinte, ich hasse Tinte! Tinte ist doch nicht so schlimm! Doch, für mich schon. Ich fahre nämlich sehend und nicht mich darauf verlassen, dass die Strecke immer noch gleich ist. Deswegen bin ich jetzt Zweiter. Klar, ich spiele das Spiel so lange, dass ich einfach die Strecke auswendig lerne und dann im Prinzip auch mit verbundenen Augen das spielen könnte. Wer auf der hinter mir rumzufeuern, wer auch immer das ist. Nein, da komme ich nicht mehr vorbei. Ah, verdammt. Zweiter. Ah, jetzt bin ich wieder Erster. Gut, gut. Jemand wurde getroffen, das ist schön. Oh, oh, Panzer. Nein, ich dachte, ich schaff's da noch durch. Verschenkst du gerade deinen Sieg? Nö. So will ich's nicht nennen. Ah, Mann, ich bin schon wieder so grandios schlecht gerade. Ach, blitz mich doch. Ja, sei froh, dass er dich nicht in der Luft erwischt hat. Was mich in der Luft erwischt? Sogar die Rundenanzeige ist gespiegelt. Sehr cool. Ja, hab ich doch. Echt? Hab ich am Rennen davor gesagt, ja. Am Rennen davor? Ja. Schon wieder lange her. Oh nein, Kurzzeitgedächtnis oder was? Natürlich. Brillant, brillant. Dritter bin ich, ja? Wie hab ich das hinbekommen? Weiß es nicht. Mir ist es auch suspekt. Wenn ich das so sagen darf. Jetzt bin ich will den dritten Platz will ich schon gerne behalten. Oh, da kommt ein Kanone. Da ist die Abkürzung. Da kommt ein Kanonenrohr. Ein Kanone. Nein! Einmal verkacke ich es, ein einziges Mal und dann genau, wenn es entscheidend ist. Nein, kein Fünfter mehr. Nein. Kein Fünfter mehr. Warte, da war das Glück mal wieder nicht mit den Tüchtigen. Bist du jetzt überhaupt noch Zweiter? Nein. Doch. Nein? Nein, bin ich nicht. Ich bin Dritter. Verdammt. Das lag nur an Wendy.
Wendy natürlich an den dicken Lippen. Ja. Eine dicke Lippe riskiert und doch nichts geschafft. Wie lustig. Ja. Jetzt zeigt sich mal bei den höheren Klassen, wer hier besser fahren kann. Klar. Ich will dich halt auch mal gewinnen lassen, damit du noch mit mir weiterspielst, damit du nicht so frustriert bist. Damit du nicht so sagst, na, das wird ja eh nix. Muss man in den 16 auch mal ein Erfolgserlebnis gönnen, ja. Okay, ich verstehe dich, ja. Das würde ich auch machen, wenn ich gegen dich Formel 1 fahren würde, demnächst. Ja, war schon ganz gut gemacht von dir. Ja. Meinst du? Ja, doch. Eventuell. Hast du eigentlich bei unserem All-Time-Zähler mitgezählt, wer wie oft gewonnen hat? Nee. Ich glaube aber, da liegst du immer noch vorne. Das finde ich gut. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir den Pilz Cup mal wieder gewonnen. Zwei Sterne. Und wir haben schon wieder ein Fahrzeugteil freigestellt. Schon wieder. Bald müssen wir aber eigentlich alle haben. Also viele dürfen uns nicht mehr fehlen. Über 9000. Richtig. Über 9000 Teile gibt es bestimmt. Fahrzeugteile. Braucht man Münzen, bis man alle hat. Ach so. Das wäre logisch. In der Tat. Weißt du, was auch logisch ist? Dass dieser Part zu Ende ist. Richtig. Yay. Wir wünschen euch eine wunderbare Zeit. Hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und möge der 150er CCM Cup mit euch sein. 150. Servus.